kurz vor der turkmenischen Grenze. 5 Tage haben wir jetzt Zeit, die 500 Kilometer hinter uns zu bringen. Und wir nehmen euch da jetzt mit. Wir hoffen, wir können ein bisschen filmen. Austria, Germania. Yes. Also nach mehreren Monaten Abstinenz, das erste Mal zum Bier wieder. Und? Wir können es überhaupt nicht glauben. Ein kühles Bier. Prost. Prost. Boah, es ist gut. So, Tag 2 ist vorbei. Wir sind heute 137,5 Kilometer gefahren. So weit sind wir noch nie auf der Reise gefahren. Es ist echt brutal, aber es ist gut gelaufen. Wir sind zwar beide jetzt richtig müde. Jetzt warten jetzt nur mal 2 richtig lange Tage auf uns und dann hoffentlich nur mal ein kürzerer. Und jetzt bin ich kurz einkaufen gegangen. Hab uns so Chips halt gekauft und dann bin ich nur da unten zu so einer Bar hingegangen und da habe ich dann rausgefunden, dass man in Turkmenistan Bier in 1,5 Liter Flaschen kaufen kann. Also das heißt, man bringt seine eigene 1,5 Liter Flaschen und lässt sie dann das Bier da rein abfüllen. Das ist mega. Jetzt haben wir 1,5 Liter Bier. Jetzt werden wir uns ein bisschen betrinken und dann werden wir richtig gut schlafen, dass wir morgen fit sein für die nächsten 100 Kilometer. Gestern war Tag 3 unserer Turkmenistan-Durchquerung. War bisher eigentlich der zarteste Tag. Wir sind zwar unter Anführungszeichen nur 95 Kilometer gefahren, ein bisschen über 95 Kilometer. Aber die Straßen waren richtig, richtig beschissen. Also so zarte Straßen haben wir bisher noch nirgendwo gehabt auf der Reise. Er war echt zart, dann dazu ist noch gekommen, dass wir einen leichten Gegenwind noch gehabt haben. Und die Hitze halt dazu und dann halt auch noch die Kilometer, was wir vorher schon gefahren sind, was wir schon in die Füße haben. Es wird nicht leichter, aber jetzt sind es noch 100. Wie viel sind es noch? 150 oder 160 Kilometer bis zur Grenze. Jetzt haben wir heute noch mal einen starken Tag und dann soll es hoffentlich morgen nicht mehr so zart sein und dann haben wir die Grenze hoffentlich bald erreicht. Yeah.
Tag Nummer 4 und jetzt haben wir nur 130 Kilometer oder so. Und jetzt wird schon echt Sach. Also die einzige Motivation ist, dass morgens das Visum ausläuft. Und der Rhein ist aber nur so stark und deswegen nimmt er jetzt mal Taschen und baut sich einen richtigen Turm aufs Radl. Für nur einen Rückenwind gescheit ausgenutzt. Ganz seitlichen Rückenwind. Welchen Rückenwind? Aber wir müssen es unbedingt schaffen. Wir sind in Turkmenabad. Boah. Wir sind so grausig. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie grausig ich mich gerade fühle. Das ist alles Salz. Salz. Gemischt mit Schweiß. Und Sand. Salz. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wie salzig ich bin. Ich glaube, ich brauche dringend ein Bier, damit ich von innen wieder meine Salze zu mir kriege. Das glaube ich auch, ja. Ja. Das ist so richtig schön. Das schaut schon aus wie Eiskristalle. Ja, 5-Tages-Challenge durch Turkmenistan haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Ja, sogar jetzt nur die letzten 35 Kilometer, trotz Verdauungsproblemchen. Ja. Aber, ja. Wir haben es geschafft. Und jetzt? 500 Kilometer. 500 Kilometer. In 5 Tagen, ja. Mit ein bisschen Glück haben wir auch gehabt. Das Wetter war die meiste Zeit auf unserer Seite. Ja, guten Rückenwind. Bis auf einen Tag haben wir Gegenwind gehabt. Aber es war da Rückenwind. Genau, ja. Ja. Unsere Räder werden da gerade im Hintergrund inspiziert. Und ja, jetzt sitzen wir an der Grenze. Also nach der Grenze eigentlich. Wir sitzen schon in Usbekistan. Und jetzt werden wir eben einen Zug oder einen Bus oder mit einem LKW nach Samarkand fahren. Wo wir dann eine Pause machen werden. Pause machen. Dringend, dringend notwendig. Genau. Sehr dringend notwendig. Freuen wir uns drauf. Ja.